und herzlich willkommen zu Castro gegen den Rest der Welt. Und während der Otaldo hier neben mir so vor sich hin sabbert, möchte ich euch doch gerne mal zeigen, hier, Haare gefärbt und so, ne? Cool, oder? Ist das nicht cool? Ich sehe aus wie Dings hier. Wie Honeyboy. Ja. So. Otaldo kann wieder aufhören mit sabbern. Und wir kümmern uns darum. Blau gegen Blau? Habe ich das richtig gesehen? Die Hertaner heute wegzupusten. Ah, das, man sieht schon. Ah, das sieht man schon. Wir haben das geilere Blau. Die haben die Knastfarben da. Oh, hol mich rein. Auf zu trinken und hol mich rein, Mann. Spaß, du, ey. Wir sind immer noch zu dritt. Man sieht zwar nicht, aber wir sind trotzdem wirklich zu dritt. Ja, was können wir zu unserem System sagen? Es funktioniert. Sehen wir jetzt, ob es funktioniert. Wow. Ja. Es funktioniert! Da hat er ihn gesehen und du hast mir ins Auge gespuckt. Ich trinke aber Kopf an. Da. Oh, Honeyboy, du. Da zeigt er aber mal hier sein Pupu. Honey Dumbo. Ich hab sogar die gleiche Frisur, ich habe auch hier so. Weggeschossen. Aber entscheidend war natürlich hier das Pässchen, ne? Ja, klar. War natürlich. Ja, klar. Ausgefuchst gemacht. Ja, klar. Yeah! This is crazy! You're my lover! Ein Stick zu früh gespielt? Ja, zu Diener. Alter, gib ihm! Come on, baby. Oh, komm ich vielleicht. Ich musste leider taktisch faulen. Er war frei da oben. Taktisch faulen so im Mittelfeld. Ja, da oben war er frei. Er wäre ja, durch ja, gewesen. Ja, ja. Wir durch. Sehen es jetzt nochmal. Wir sehen es jetzt nochmal. Ja, nee, durch. Sehen wir nicht. Und wie durch? Da wären nur noch 5 Leute gewesen. Das will ich jetzt nochmal zeigen. So. Da sehen wir es. Oh ja, hast recht. Wir sehen es jetzt, welche Perspektive es ist. So. Jetzt gucken wir nach oben. Ja, guck mal, Und jetzt löst es sich nämlich. Und unten steht ja, das heißt, es wäre nicht mal abseits gewesen. Jetzt wäre es abseits gewesen. Aber da habe ich ihn halt auch schon gefunden. War also, die taktische Grundlage hatten wir hier. Ne? Wir hatten die taktische Grundlage. Ich habe es eigentlich direkt auf Otaldo schicken wollen. Die Päschen. Ich habe es. Jetzt ja. Ausgezwungen. Trottel. Guli heute mal wieder im Tor. Mit seiner Brandnarbe im Gesicht. So, ich schicke ihn. So. Ah. Ja, verwirrt, ne? Aber richtig, ich war so schon richtig durch. Boah. Alter Schwede. War ein Hammer rausgeholt, ja. Ja, den hat er perfekt. Er hat uns, seine Drehung, ne? Da habe ich nicht mehr gerechnet. Er hat sich ja einfach nur umgedreht bei der Ballannahme. Tschüss. Zack. Das war natürlich, und da kommst du auch nicht mehr hinterher dann, ne? Ich wollte gerätschen, aber ich dachte mir, das ist. Ja, das wär, wir können es doch raus, und es ist doch Anfang der Zeit. Ja. Jetzt da schon. Zack, 3-1 verloren, ey. Ja, wir haben ja noch. War nichts. Sieg, steht überall. Ah, genau in die Hände von Kraft. Ich wollte mich dann auch aus dem Weg begeben mit Dumbo. Bisschen da im Weg stand. Okay, jetzt aber aufpassen. Die Herderaune sind auf Trab, ne? Nicht hektisch. Keine Abseits von Ramos, doch. Ah, da freut doch, sich kurz. Zum Glück. Oh Mann. Sergio Ramos, ne? Oh, jetzt aber hier ganz ruhig. Nochmal hier hinten rum. Auf Otaldo. Und der Dumbo legt sich ihn auf den linken und haut ihn mal eben rein. Einfach so aus dem Stadtmail.
Bam! 2-1. So schnell kann es gehen. Und der Dambo ist nur hängende Spitze. Macht man sowas? Ich habe das eingestellt, statt, wir haben keinen Mittelstürmer, wir haben nur eine hängende Spitze. Ist irgendwie komisch. Eigentlich ist die hängende Spitze damit ja der Mittelstürmer, ne? Aber von der Position habe ich gesagt, er ist hängende Spitze. Zack. Sofort schön. Ausgeführt, ne? Ja. Angenommen und weg. Noch ein bisschen drei. Oh, ein schöner Hackenpass von Taldo. Mit Innenriss sogar noch. Und der dreht auch noch ein bisschen rein. Wisst ihr, wir mussten nicht vorhin grätschen. Das war sehr gut. Deswegen haben wir jetzt noch das Tor draufgelegt. 1-2 nach 20 Minuten knapp. So, jetzt müssen wir versuchen, uns konzentrieren. Keine Dinger hier durchlassen. Ich versuche ihn hier zu decken. Gott. Gleich bereinigt die Situation. Wow. Was denn unnötig? Haben wir schon gleich erstmal schön gehämmert. Ja, also. Richtig ätzend, ne? Dass das nicht geahndet wird. Verwickel. Aber gut ist, dass man das auch selbst machen kann. Boah! Da hat er nochmal sich richtig zwischengeworfen. Übelst unnötig. Ramos, der Torschütze. Das ist kein Problem für Goli. Nee, eindeutig nicht. Oha. Oh, alter Schwede, aber er hat sich super gelöst, ne? Ja, und auch noch einmal stand er frei. Oder? Über den einen? Ja, hat er. Also das war technisch stark gemacht. Da wurde er erstmal gut aussteigen lassen und dann. Richtig gut, aber der Abschluss war schlecht. Ja, war natürlich auch nicht so einfach zu nehmen. Torwart kommt raus, muss den in der Luft Volley nehmen. Da! Oh, da stand ich vor. Da haben wir den Ball wieder. Dambo, kein Problem jetzt. Vielleicht noch. Nein, oh, Santos, was mache schade, ich? Schade, schade, schade. Ah. Leider nicht Dambos Seite, obwohl ich glaube, Dambo ist mit beiden Füßen, glaube ich, ganz stark. Obwohl sein Hauptfuß links der ist. Der linke ist, aber hätte er bestimmt mit rechts auch hilfreich. Boah, da wollte er abziehen. Schön, habe ich die ja weggelenkt. Ah. Schade, ich hätte gehofft, dass er jetzt ein bisschen den Blick versperrt hat und dann auf der anderen Seite sozusagen den... Oh, ja, Doppel-Ohr. Oh, das war gar nicht so. Mit den Dudes ist heute richtig Dampf, wa? Oh, sowohl vorne als auch hinten. DFB-Pokal ist immer... Das ist immer so eine Lotterie, ne? Das ist alles eben möglich. Mit einem mal gewinnst Tor, du, mal verlierst du, ne? Vor allem mit einem Tor ändert sich natürlich auch so vieles. Nein, schade! Nein! Ich hätte natürlich auch abziehen können, aber mit rechts im kurzen Winkel. Das klappt immer bei Dambo. Und? Okay. Na gut. Ah, die Hacke! Die Hacke holt er dann noch raus. Das ist doch voll Hacke. Bo-Hacke. Ich wurde da weggewechselt. Mist. Hannibal hat nochmal nachgesetzt, ne? Ja? Als ihn den Ball weggenommen hat, hat er nochmal... Schön den Ellbogen rausgeholt. Na, ah, kommt er da hoch? Ja, den gibt man. Ja, das habe ich auch. Ein schönes Blau, oder? So ein schönes Baby-Himmelblau oder so. Ah, nicht ganz so Babyblau. Ich kann es nicht definieren, was für ein Blau das ist. Er wirft nur sein abgerissenes Bein her. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob die Nummern, die Rücknummern da so zupassen.
Wieso? Der Kontrast ist so heftig irgendwie. Blau-Orange passt sehr gut abgestimmt. Auch dieses goldene ZD. Und dann so schlicht weiß da drauf. Es ist ja nicht ein ganz normales Feld. Es ist ja so Feld. Wie heißt das? Flock. Flock. Ne, geflockt-Ding. Und da. Schunk. Toll. Doch, das ist richtig gut. Ich find's richtig. Was meint ihr? Also, ich bin mir unsicher. Was? Urteil dort recht! Spielt nochmal diesen Song. Weißt du, bei Family Guy, wo sie. Ging nicht, ich konnte nicht abziehen, ey. Hattest du R2? Ah, Mist. Und halt nur mal seinen Luftstoß. Zum Upgrade. Also, erstmal sicher. Erstmal sicher. Der Ball muss da weg. Das ist mir ganz gefährlich, wenn man versucht, die Umgebung sozusagen auszuspähen und dabei dann bedrängt wird. Ah, hallo? Oh. Nein. Oh nein. Unnötig. Oh Mann. Gibt's doch nicht, dieser Ramos. Was ist denn mit dem? Das gibt's doch nicht. So, jetzt hauen wir ein paar Dinger rein, Mann. Jetzt muss es aber gehen. Ja, das war natürlich schwierig, wieder reinzukommen, weil wir wussten, dass wir den Ball nicht annehmen dürfen nach dem Ultra-Foul. Ah nein, ich dachte so. Oh! Nein! Ich dachte, der kam direkt aus dem Lauf so, aber dann war er schon wieder hinter mir. Hat auch sein Bein weggeworfen. Oh, Alter. Aber da wäre der Tor. Wenn der geklingelt hätte, du. 7 Torschüsse von uns schon, aber leider nur 2 Tore. Und die haben 2 Schüsse, oder? Ja. 2 oder 3 Schüsse. Ja. Spricht für deren Effizienz. Tja. Chancen erreichen nicht in diese Runde. Moin! Geld schießt kein Tor. Hä? Achso, Geld schießt keine Tor, ja? Ja, manchmal war schon. Ja, kannst flanken. Oh, ja, kam nicht. Ja. Ah. Ich hätte mal einen Schritt vielleicht gehen sollen und nach oben. Dann. Nein. Mist. Gelbe Karte. Das war aber nicht Absicht. Ich wollte einfach nur den Ball wegkicken. Das sagen sie immer. Mann. Wir führen noch an Anzahl an Fouls, glaube ich. Unten. Oh. Ja. Boing. Ja, schade. Ich hätte ihn. Wollte ihn versuchen, so hinzulaufen, dass du dann flach reinspielen konntest. Zu den A! Ah. Oh, der haut da fast mit ins Tor. Also. Ich hätte nicht genug Druck. Was? Was ist das? Okay, einer muss unten bleiben. Ah. Jeng. Achtung, Achtung! Boah, das. Ich weiß nicht, ob man das pfeifen muss. Das Handtuch! Oder aufpassen, ey. Nein, ich hatte zu spät. Gedrückt.
Türen gerettet. Oh, nein, da werde ich weggeschubst, ey. Oder gehalten, oder... Oh, Mann. Oh, war echt eine super Chance, Gelegenheit. Nein. Ja, 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 hallo. Nein, Alter. Die reißen auch den Mund auf, ey. Die das... Ge- Das ist nichts für kleine Kinder. Uha. Keine Chance, faul. Aber faul. Oh, oh. Aus aussichtsreicher Position sogar eigentlich. Wir könnten nicht. Wir können es auch nicht. Wie viele Jahre ist der PSL? Es kann nicht sein. Wann war dein letztes Freistoß vor PSL? Ich wollte erst noch sagen, oh, ist zu doll. Ist das nervig. Man hat einfach zu wenige Chancen, um mal zu üben, die Dinge, ey. Bang! Ich muss einfach mal abziehen. Nein! Dambu! Der wird dann noch ausgewechselt vom Schiedsrichter, vom Trainer. Wahrscheinlich, ja. Nein! Hallo. Jo. Oh. Das gibt's doch nicht. 50. Was ist da los? Dambu. Der Trainer wechselt gleich aus. Eigentlich müsste ich das ausstellen. Ich wollte eigentlich noch... Gleich nimm den raus, den Dambu. Kriegt er noch seine Chance. Dambu. Oh. Vorsicht, der hat schon gelb. Ja. Er ist fürs nächste Spiel dann gesperrt im Pokal. Wenn es noch ein nächstes gibt. Musste sein. Auf der Linie. Nee, kein Elfer. Setz kein die kleine Elfer. Wanze. Manuel Neuer. Ich will es nicht sehen. Hm. Wir lösen schön das Abseits auf. Ja, sehr gut. Oh, aber es war die Notgrätsche, der wäre drin gewesen. Das war nicht mal eine Grätsche. Zu den, ja, sehr gut. Oh. Dafür jetzt im Standard. Rausgeklappt. Oben ist er. Alle das gemacht. Yes! Ja, ich mache jetzt hier mal meine romantischen Blicke. Duckface. Das ist natürlich so ein alter PES-Fuchs, ne? Der weiß natürlich, wie man da hinten die Rüben ausschaltet. Ach, ist das traumhaft. Fünf Leute tanzen da rum, ne? Ah, der getunnelt sogar noch. Das ist natürlich ein Fuchs da, ne? Dann muss ich mal ganz von vorne sehen. Wir haben es jetzt gesehen. Also hier beginnt der Pass war eigentlich schon super. Ja, eigentlich, aber Hauptsache das Tor ist jetzt wieder. Das ist immer deine Aktion, die wichtig ist. Ja, ist voll toll, der Pass. Oh, voll toll das Tor, was ich jetzt geschossen habe. Ja, den hätte ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen müssen. Der war schon so weit weg, aber ich dachte, na komm. Mal mehr oder weniger. Und dann, juhu. Ja. Und kurz vor Schluss sogar. Nein. So, jetzt wird ausgewechselt, der Dambu. 88. Minute. Ja. Mit dem Gongschlag fast. Super, Lugi. Lugi. Rubi. Oh. Wer war das? Wie hieß der Knacker? Eine Knacke. Bums. Aber das war halt schon wieder daneben gekommen. Ja, war wahrscheinlich, weil er vorher noch bedrängt wurde. Glaubst du, dass Alex eigentlich nur Markenklamotten von Alex trägt? Muss ich ja auch mal sagen. Oder Hummels, nur Hummel? Der
wäre so gut gewesen. So schlecht, ey. Yeah. Dumbo war durch. Der DFB-Pokal, nächste Runde, sehr gut. So hatten wir uns das vorgestellt. Wobei die zweite Halbzeit doch eher dann... Dumbo, Man of the Match. Eindeutig, ja. Schwierig verliebt, ne? Auch immer dasselbe, die das angeht, ne? Bayern ist weiter, Dortmund ist raus. Aber Bayern... Oh, nur im Elfmeterschießen. Oh, Bremen gegen Dynamo. Was ist denn das, ey? Oh. Hannover raus, Leverkusen weiter. Nee, Hannover weiter, Leverkusen weiter. Köln ist raus gegen Nürnberg. HSV ist raus gegen Union. Und der FSV Mainz gewinnt gegen Ingolstadt. Aber auch nach Verlängerung. Ja. Wir sehen, unser nächster Gegner ist Nürnberg. Der Club. Der Club wartet. Der Club. Ja, yeah, da kriegen wir wieder Geld. Furia Caesar. Kicker. 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 Caesar. Oh, wir kriegen Schuhe. Echt? Weshalb? Weil wir gewonnen haben. Mit Man of the Match oder so. Keine Ahnung. Glückwunsch! Man of the Match ist immer, wenn du gewonnen hast. Nein. Doch. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Morelia Neo. Die sind sehr schnell. Die habe ich auch. Explosivität. Ja. Da können wir auch das mal ausrüsten. Nur wen wollen wir denn immer schnell machen hier? Und der Dumbo, ne? Guck mal, der hat ja die Wave Initius oder so. Aber der hat ja die hier, glaube ich, trägt er. Da würde seine Explosivkraft und Schnelligkeit hochgehen, genauso wie hier. Aber er braucht das nicht. Der Otaldo hat auch Schuhe. Ja, die Umbro GT. Damit hätte er aber weniger Schusskraft. Das ist doof. Lassen wir es mal. Wir geben einfach einen dritten jetzt noch. Einen Schuh. Aber wem geben wir die Schuhe? Was meinst du? Wen sollen wir die geben? Tim Sercek? Kevin Catt? Sercek? Oder wer spielt noch oft bei uns? Wen müssen wir bevorzugen? Ich weiß es nicht, wem wir das geben können. Dumbo, Otaldo, die haben ja alle schon... Ah, ich... Nee, warte mal. Geben wir es mal Honeyboy. Komm, geben wir mal Honey. Sehr gut. Gut, dann können wir die Zeit vorstellen. Unser nächster Gegner ist Köln. Köln. Erster FC Köln. Köln. Cologne. Da geht's gleich wieder in die Bundesliga, ne? Ja. Spieltag 11. Richtig. Und wir können nochmal die Dings ansehen. Turnierinformationen. Wir brauchen ein paar Punkte. Mit 3 Punkten sind wir schon auf Platz 2. Vorausgesetzt, alle von uns machen keine Punkte. Wäre also perfekt. Perfektamente. Und vor allen Dingen nächste Woche spielen wir, glaube ich, gegen Hertha. Da könnten wir natürlich dann auch richtig, Punkte nach oben hin rüber, ne? Wir müssen ja einfach jetzt alle nass machen. Also andere Möglichkeiten gibt es ja nicht. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Unsere 11.214 Abonnenten-Mitglieder sind auch dabei. Ja, und gebt wieder fleißig eure Tipps ab. Wir sehen uns. Bis denne. Tschüss.